Das ist für das Talent, für das Supertalent überhaupt gar nicht gut, ne, wenn er vor der Mannschaft vom Trainer auch noch rausgestellt wird. Es ist wichtig, dass alle Spieler als Menschen gleich wichtig sind. Das sind sie ja auch. Das muss man auch ganz klar herausstellen, dass da keine Unterschiede gemacht werden. Aber dass jeder Spieler natürlich auch im Bereich Stärken und Schwächen trainiert wird. Also an erster Stelle steht für mich immer Stärken, Stärken. In zweiter Instanz dann, in zweiter Linie dann Schwächen, Schwächen. Und wenn sich mit allen Spielern befasst wird und wenn du dann die eine oder andere Zusatzeinheit mehr mit dem Hochbegabten machst, dann glaube ich nicht, dass das in der Mannschaft negativ aufstoßen wird. Vorausgesetzt, alle bekommen das, was sie brauchen. Und das meine ich ja immer mit Gleichbehandlung, meine ich persönlich immer, niemals alle Menschen, alle Spieler, die wir coachen, über einen Kamm scheren, sondern jedem das zu geben, was er braucht. Und ich glaube, wenn man das so praktiziert und macht die eine oder andere Zusatzeinheit mit dem Hochbegabten mehr, gibt es, glaube ich, innerhalb der Mannschaft keine Probleme. Du darfst als Trainer natürlich nicht den Kardinalfehler machen und hingehen und sagen, das ist jetzt der Beste und um den kümmern wir uns jetzt mehr, sondern ganz klar kommunizieren, ihr seid alle gleich wichtig und ihr bekommt alles, was ihr braucht.